Bock auf Geschichte zu Fotospots, die ich euch zeigen werde, dann seid ihr hier auf diesem Kanal genau richtig. Wir sind schon angekommen. Wo wir genau sind, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Los geht's! Na, Servusler und herzlich willkommen auf einer weiteren Tour auf unserer Reise entlang der Burgenstraße. History of the Photo Tour führt uns diesmal nach Weinsberg und in die große Kreisstadt Öhringen. Uns erwartet dort ein Schloss, eine burggrüne, tolle Geschichte, Premium-Partnerhotel der Burgenstraße, noch viel mehr hier alles auf dieser Tour. Ihr werdet es erleben. Was ich alles dabei habe, blende ich euch natürlich wieder ein und jetzt schauen wir mal, was Öhringen so für uns bereithält. Bevor es jetzt durch die Stadtmauer in die schöne Innenstadt von Öhringen geht, kann ich noch sagen, Öhringen liegt im Nordosten Baden-Württembergs, ca. 25 Kilometer östlich von Heilbronn. Die Stadt hat selber knapp 25.000 Einwohner. Und die Geschichte von Öhringen beginnt eigentlich mit den Römern, die am Limes zwei Kastelle errichteten. Hier am Marktplatz erwartet uns schon der Graf von Hohenlohe, hier hinter mir am Springbrunnen, könnt ihr ihn gut erkennen. Und wir warten am Marktplatz jetzt auf die Stadtführung Frau Heinz, die uns Öhringen in der ganzen mittelalterlichen Pracht präsentieren wird. Die Infos zur Stadtführung blende ich euch hier ein. 1677 wurde Öhringen Residenz des Grafen Johann Friedrich I. von Hohenlohe. Mit der Erhebung zur Residenz begann in Öhringen ein baulicher Aufschwung, der setzte sich bis 1800 fort. Dort wurde dann Öhringen die größte der 17 hohenlohischen Städte.1806 wurde Öhringen in das Königreich Württemberg eingegliedert. Mit der Einverleibung Hohenlohes wurden württembergisches Recht, Maße, Gewichte, Steuern und Strafen eingeführt. Öhringen wurde Oberamtsstadt. Sie blieb bis ins 19. Jahrhundert eine Handwerker- und Händlerstadt. Und hier seht ihr das Stadtohr damals, haben die Architekten sich von Berlin inspirieren lassen, vom Brandenburger Tor. Die Öhringer sind damals nach Berlin gereist, haben die Architektur des Brandenburger Tores angeguckt. Und ein Jahr nachdem das Brandenburger Tor errichtet wurde, stand auch dieses Stadttor hier in Öhringen. Öhringen hieß früher mal Ohrewig und auf den Grundmauern hier, wo jetzt die Buchhandlung Rau steht, da stand früher das Bandhaus und da hat sich ein Künstler auch verewigt. Und er hat auch den Namen Ohrewig hier mit kleinen Ohren hier gekennzeichnet. Das Herzstück der Stadt ist der mittelalterliche Marktplatz. Hier steht das ehemals hohenlohische Schloss Öhringen zusammen mit der Stiftskirche. Das Renaissance-Schloss war Residenz der Grafen und Fürsten von Hohenlohe. Und hier seht ihr auch den Blasturm. Das war damals die Residenz von Götz von Berlichingen, der war nämlich der Turmwächter. Hohenlohisches Residenzschloss hier in Öhringen an der Burgenstraße. Klar, Schloss, Burg, Burgenstraße, ihr wisst Bescheid. Der älteste Teil des als Witwensitz der Gräfin Magdalena von Hohenlohe in den Jahren 1611 bis 1616 entstandene Schloss bewohnte bis 1633 die Witwe des Grafen Wolfgang von Hohenlohe in Neuenstein. Danach stand es leer. Zwischen 1770 und 1848 wurde das Schloss von den jeweiligen Besitzern immer mehr erweitert und umgebaut. Die fürstliche Familie verlegte 1848 ihren Wohnsitz von Öhringen nach Slawenitz in Oberschlesien. Nach dem Verlust der oberschlesischen Besitzungen kehrte August zu Hohenlohe Öhringen 1945 mit seiner Familie wieder ins Öhringer Schloss zurück. Er bewohnte dann diesen Südflügel, bis er 1962 dann starb. Die anderen Teile des Schlosses waren dann an verschiedene Mieter vergeben.
1961 kaufte die Stadt Öhringen das gesamte Schloss mit dem Hofgarten von der Familie Hohenlohe für 1,5 Millionen D-Mark. Es wurde dann renoviert und seitdem ist die Stadtverwaltung sowie das Rathaus hier im Schloss untergebracht. Am Schloss befindet sich auch der beeindruckende Hofgarten. Er ist 6 Hektar groß und zwischen dem Schloss und der Stadtmauer und der Ohren wurde dieser angelegt. Der ist verbunden mit einer großen Freitreppe, die damals auch im Zuge der Landesgartenschau, die hier 2016 stattgefunden hat, renoviert wurde. Das ganze Gelände wurde von Graf Johann Friedrich II. 1713 angelegt. Heute gibt es im Hofgarten und an einem Tiergehege und einen Japangarten für euch zu bestaunen. Damals wie heute finden natürlich auch hier Konzerte statt. Seit 1896 wird hier im Hofgarten musiziert und hier könnt ihr schön die grüne Lunge der Stadt Öhringen mitten in der Stadt genießen. Hinter mir am Marktplatz seht ihr das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt, die evangelische Stiftskirche St. Peter und Paul. Links seht ihr den Petrus, rechts den Paulus. Petrus hat den Schlüssel zum Himmelstor dabei. 1037 stand hier auch schon mal eine Kirche, gestiftet von der Königsmutter Adelheid. Das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Öhringen wurde am 3. Januar 1453 vom Papst Nikolaus V. in einer Bleibulle erwähnt. Die ermöglichte all denen, die die Kirche besuchten, und zu ihrer Erbauung eine Stiftung machen, einen Ablass. 1454 wurde mit dem eingesammelten Geld aus dem Ablasshandel der schlechte Zustand der Kirche renoviert und die Kirche erneuert. Im Inneren findet ihr auch ein beeindruckendes Kirchenschiff und die Krypta, wo auch die Königsmutter Adelheid ihre letzte Ruhe fand. Wir sind jetzt an der Kirche direkt neben dem Altar. Hier könnt ihr fantastische Kunstwerke bestaunen, und zwar 5 Effitate der damaligen Zeit. Jedes einzelne erzählt kleine Geschichten mit viel Details, die ihr entdecken könnt und anschauen könnt. Und eins davon sind wir jetzt hier, Eberhard von Hohenlohe-Waldenburg. Das ist der Graf, der damals bei dem Brand in Waldenburg ums Leben kam. Er hinterließ damals seine 7 Kinder und seine Frau Agathe, die ihn noch um 39 Jahre überlebte. Wie schon angesprochen, befinden wir uns jetzt in der Krypta der Stiftskirche. Die Krypta befindet sich unter dem Hochchor und ich habe hier einen Spickzettel dabei, weil ich möchte euch gleich auf Lateinisch was vorlesen. Das habe ich mir hier notiert. Die Kaisermutter Adelheid wurde am 10. Februar 1241 rund 200 Jahre nach ihrem Tod umgebettet und auf dem Sarkophag hier steht: Huius fundatrix templi jacet hic tumulta congri regits generatix Adelheida botacta. Übersetzt auf Hochdeutsch heißt es: Diese Kirchengründerin liegt hier begraben, Konrads, des Königsmutter Adelheid auch genannt. In der Krypta befindet sich auch noch was richtig Altes. Das sind hier diese 2 Löwen. Um 1050 sind die entstanden worden. Die waren damals eingemauert im Portal der Kirche. Was sich der Bildhauer damals gedacht hat, wo er die Kirche gesehen hat, dass die Hälfte seiner Löwen in der Wand verschwunden ist, das ist nicht überliefert. Auf jeden Fall ein absolut sehenswertes Stück hier in der Krypta. Wenn ihr noch eine Krypta sehen wollt, verlinke ich euch hier oben die Krypta in Ansbach. Schaut es euch an. Hier in der Krypta befindet sich außerdem die Grablege des Hauses Hohenlohe-Öhringen mit mehreren Sarkophagen. Hinter mir könnt ihr teilweise die gut erkennen. Den einen oder anderen mag jetzt der Begriff Hohenlohe was sagen, wenn ihr das letzte Video geschaut habt, im letzten Film. Wir waren am Balkon Hohenlohes und da habe ich euch über die Fastnacht was berichtet. Und was genau, das könnt ihr jetzt hier in der Kirche auch nochmal sehen. Die Stiftskirche bietet für euch allerhand richtig schöne Fotomotive. Ich habe jetzt hier das 1635er Objektiv mal auf die Kamera geschraubt und ich versuche jetzt hier hinter dem neuen Altar ein bisschen mit der Architektur zu arbeiten. Ihr habt hier schöne Beleuchtung
Und ich denke, das wird mir richtig schöne Bilder machen. Und wie das Foto wird, seht ihr jetzt. Wie gut Öhringen damals gesichert war, könnt ihr hier an der Stadtmauer noch gut erkennen. Ich habe den Spickzettel hier von der Frau Heinz. Und zwar 18 Schuh hoch und 4 Schuh dick. Das heißt, 5,64 Meter ist sie hoch und 1,25 Meter ist sie stark und dick und konnte damals ganz gut die Feinde abhalten. Und ihr könnt hier an der Stadtmauer noch entlang laufen. Da gibt es einen schönen Rundweg rum. 80% der Mauer sind jetzt noch erhalten. Und damals übrigens musste jeder männliche Stadtbürger da seinen Dienst schieben. Jetzt befinde ich mich langsam in meinem Element. Ihr seht, die Sonne geht so langsam aber sicher unter über Öhringen. Das heißt, jetzt ziehen wir mit der Kamera los und suchen den ein oder anderen richtig schönen Fotospot. Angekommen an meinem persönlichen Topspot hier in Öhringen. Ihr seht, ich habe das Stativ aufgestellt, sogar ausgefahren. Review zum Stativ von Slick verlinke ich euch, ein treuer Begleiter auf jeder Fototour. Und ich mache jetzt ein Foto von der Treppe, von dem Schloss, das da schön beleuchtet ist. Ich nehme mal so eine Blende um die 16, 14. Es wurde mir empfohlen, ich soll es ausprobieren. Das mache ich jetzt mit diesem Bild. Und wie es wird, das seht ihr jetzt. Und wir sehen uns wieder morgen früh beim Frühstück, beim guten Morgenkaffee, bevor es zur nächsten Station auf dieser Etappe der Burgenstraße geht. Von Öhringen sind wir einen Katzensprung entfernt und wir sind jetzt in Bitzfeld angekommen. Genauer gesagt, 4 Kilometer ist es vom Öhringen entfernt und wir sind jetzt im Premium Partner Hotel der Burgenstraße im Hotel Rose. Das Hotel Rose ist seit 1909 im Familienbesitz. Entstanden ist der ganze Komplex aus der hauseigenen Familienmetzgerei. Es ist ein richtig modernes Hotel hier entstanden mit Tagungsräumen, Festzellen, einem guten Restaurant, einem Indoorpool. Und hier könnt ihr schöne Ausflüge in das Umland in Hohenlohe machen. Und jetzt nehme ich euch in die Hand, wir gehen ein bisschen durchs Hotel und wir fangen ein paar Impressionen ein. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um da unten mal auf Daumen hoch zu klicken. Würde ich mich sehr darüber freuen. Nach einer entspannten Nacht im Hotel Rose geht es jetzt weiter für uns auf der Burgenstraße Richtung Weinsberg. Aber jetzt lassen wir mal einen Kaffee noch schmecken und wir sehen uns dann auf der Burgruine Weibertreu. Die Burgruine Weibertreu ist eine wahrscheinlich im 11. Jahrhundert erbaute Höhenburg in der Stadt Weinsberg. Ihre Lage an der Ecke des Weinsberger Kreuzes Autobahn A6, Autobahn A81 ist die Burgruine wahrscheinlich den meisten Autofahrern vom Sehen auch bekannt. Sie liegt auf 272 Meter Höhe auf diesem Burgberg, der hinter mir wahrscheinlich gut sehen könnt und wird hauptsächlich für den Weinbau genutzt. Bekannt ist die Burgruine für ihre Geschichte, die treue Weiberbegebenheit vom 21. Dezember 1140 und die erzähle ich euch jetzt gleich, aber dazu starten wir jetzt die Drohne, beziehungsweise die flattert schon fleißig
Und dann fliegen wir zur Ruine hin und ich erzähle euch die Geschichte über die treuen Weiber von Weinsberg. 1140 war die Burg im Besitz der Welfen, die sich mit den Staufern um die Macht stritten. König Konrad III. Belagerte die Burg mehrere Wochen lang und schlug am 21. Dezember 1140 in einer Schlacht den 6. Welfen. Kurz darauf ergab sich die Burg. Dem Bericht der Kölner Königschronik zufolge versprach der König den Frauen auf der Burg Weinsberg freien Abzug und gab die Erlaubnis, dass jede vortragen dürfte, was sie auf ihren Schultern vermöchte. Auf die Männer wartete aber der Tod. Die Frauen nahmen den König beim Wort und trugen ihre Männer auf den Rücken den Burgberg hinab, denen sie somit das Leben retteten. Der König hielt sein Wort. Die Frauen wurden als treue Weiber von Weinsberg bekannt und die Burg kam aufgrund dieser Begebenheit zu ihrem Namen Weibertreu. Mit der Kapitulation der Burg kam diese in den Besitz der Staufer, die die Herren von Weinsberg auf die Burg einsetzten. Die Herren von Weinsberg hatten die Burg bis 1450 inne und wollten ihre Macht auch über die Stadt Weinsberg ausdehnen, was ihnen aber nicht gelang. 1440 wurde die Stadt kurpfälzisch und 10 Jahre später verkauften die Herren von Weinsberg aus Geldmangel die Burg Weinsberg. 1504 eroberte Herzog Ulrich von Württemberg im Landshuter Erbfolgekrieg Burg und Stadt Weinsberg nach 3-wöchiger Belagerung und die Burg erlitt große Schäden. Am Ostersonntag 1525 wurden Burg und Stadt im Bauernkrieg von den aufständischen Bauern erobert. Die Burg wurde geplündert, angezündet und ist seitdem eine Ruine. Um 1819 stoppte der damalige Oberamtsarzt Justinus Kerner, der nach Weinsberg kam, dessen Haus ihr hier übrigens noch in Weinsberg bestaunen könnt, den weiteren Zerfall der Burgruine. Dann 1823 hat er einen Verein gegründet mit 6 Damen aus der Honoratiorenschicht hier in Weinsberg. Königin Pauline übernahm darüber sogar die Schutzherrschaft und mit diesem Verein konnte die Burgruine gerettet werden. Die Steine wurden gesammelt und davon eine Stadtkapelle errichtet. Die Burgruine wurde außenrum schön gestaltet. Der Park ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich und kann heute natürlich von euch noch besucht werden. Was man alles erreichen kann, wenn die Obrigkeit einen gut findet. Denn Justinus Kerner hatte mit den Segen der Königin natürlich allerhand Einfluss. Er konnte umfangreiche Bauarbeiten finanzieren und zwar mit dem Verein. Er veröffentlichte im Morgenblatt damals ein, wahrscheinlich auch von ihm geschriebenen Aufruf zur Rettung der Burgruine. Er versprach jeder Spenderin einen niedlich gearbeiteten Ring, der ein Steinchen der Burgruine gefasst hat. Kerner griff damit einen Brauch von 1789 aus der Frühzeit der Französischen Revolution, als die Bürger in Paris zum Beweis ihrer republikanischen Gesinnung Ringe mit Steinen der geschleiften Bastille trugen. Noch über Jahrzehnte brachten die Weinsberger Ringe für die Erhaltung der Ruine viel Geld in die Kasse, auch wenn nicht mehr ganz so viel wie in den ersten Jahren ab 1824. Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau. Von 1868, es ist die älteste deutsche Wein- und Obstbauschule. Der geistige Vater war damals Emanuel Dornfeld. Schüler aus ganz Deutschland und aus dem Ausland werden hier in den Weinbautechniken ausgebildet. Und natürlich könnt ihr auch hier Weine verkosten, aber ich habe jetzt leider Pech. Oder die Weinanbauschule hat Glück, je nachdem wie man es sieht. Wie der Name der Stadt Weinsberg schon verrät, Wein hat einen sehr hohen Stellenwert hier in der Region und das Staatsweingut Weinsberg ist bekannt für bedeutende Rebsorten, die hier an der Weinbauschule gezüchtet werden. Die Heroldrebe, der Kerner, Helfensteiner, Juwel und viele weiteren. Die 1928 in einer Heilbronner Weinberg entdeckte Rebsorte Samtrot ist eine Schwarz-Riesling-Variante, wurde 1929 von der Weinbauschule zur Vermehrung übernommen. Seit 2008 findet hier auch eine 8-monatige Ausbildung und Abschlussprüfung zum Weinerlebnisführer statt. Und der Dornfelder, auch eine Rebsorte, die wurde zum Ehren des Schulgründers hier zu seinen Ehren benannt. Und da wir auf der Burgenstraße unterwegs sind und nicht auf der Weinstraße, ist jetzt hier keine große Weinverkostung leider angesagt, sage ich jetzt mal. Aber wir gehen jetzt weiter und schauen jetzt zum Hotel Rappenhof
Das wird auch spektakulär und da freue ich mich schon drauf. Im Garten des Premium Partnerhotels Rampenhof habt ihr eine Menge Platz. Die Kinder können hier spielen, da gibt es allerhand Geräte. Tischtennisplatte ist auch da. Carpe Diem ist auch angesagt. Lebe den Tag, da könnt ihr schön hier durch die, ja, was sind das, Teichlandschaft wandern. Und ihr seht es auch hier, da liegt noch allerhand Konfetti, denn da wurde bestimmt eine Hochzeit gefeiert. Das heißt also, ihr könnt auch richtig schön und doll feiern und eure Feste genießen. Am Ende dieser epischen Etappe angekommen beim nächsten Premium-Partner-Hotel der Burgenstraße, das Hotel Rappenhof in Weinsberg. Ich habe mich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Infos zum Hotel blende ich euch ein. Es liegt sehr idyllisch inmitten der Weinberge. Ihr seht, ich habe mir auch schon einen Wein bereitgestellt, einen Feierabend-Shoppen sozusagen. Denn ich möchte mich natürlich jetzt zum Ende dieser Tour ganz herzlich bedanken bei allen Beteiligten, bei der Burgenstraße, bei der Frau Heinz in Öhringen, beim Team des Hotels Rose und beim Team vom Hotel Rappenhof. Hier gibt es eine Playlist mit spannenden Videos. Hier abonnieren und da gibt es ein tolles Video. Und falls euch Spaß gemacht hat, natürlich Daumen hoch und wir sehen uns bei der nächsten Station ein paar Kilometer weiter. Bis dahin, macht's gut, ciao.